Einen wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar Forex Pro Systeme Live Trading. Natürlich mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich auch im Namen von FX Flat hier heute Morgen zum Webinar begrüßen. Ich bin gespannt, was der Thorsten mitgebracht hat. Für Sie schon mal zur Information: Ich habe als Unterlagen einmal hochgeladen ein PDF-Dokument vom Thorsten. Nur damit Sie Bescheid wissen, können Sie sich runterziehen. Ist auf jeden Fall bei GoTo jetzt hier schon online. Gut, dann würde ich direkt mal zum Risikohinweis springen. Denn Sie kennen es alle, das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Thorsten gleich erzählen sollte, zeigen sollte oder eventuell handeln sollte. Denn am Ende Sollte. ist es immer Ihre eigene Denn am Entscheidung, die Ende getroffen werden muss. ist es immer Ihre eigene Entscheidung. Ich will nicht ausschließen, dass das bei mir ist. Irgendwas läuft hier sehr langsam. Ich muss da gleich mal ein bisschen was beenden. Guten Morgen, guten Morgen. Sagen wir, also ich habe hier mal ein Bild reingestellt, ne, für alle, die so in Florians Jahrgang sind. Ich glaube, so einen richtigen Winter kennen die ja gar nicht mehr. Damit man mal sieht, wie Oha, Winter oha. aussehen. Wie bitte? Oha. Ich kenne schon noch einen richtigen Winter. Also ich bin nicht 18. Nee. Tust du auch alles dazu, älter zu werden. Deswegen geht man ja morgens um 4 ins Fitnessstudio. Und so sieht richtiger Winter aus, wenn man morgens aufsteht bei 10, 12 Grad. Und wenn man den Kleinen hier unten sieht, glaubt man nicht, dass der kleine Kerl 16 wird jetzt. 16 Jahre und fit wie ein Turnschuh, so begleitet er uns und so schön ist der schwedische Winter. Will ich mal so zum Besten geben. Wenn sich, also ich merke, wie schwer meine Maus hier läuft. Guck mal, ob ich hier irgendwas an Programm beenden kann, damit das schneller wird. Wenn das nicht schneller wird, dann muss ich wahrscheinlich die Kamera mal weg, die Kamera ausschalten. Ihr wollt mich ja eigentlich eh nicht sehen, ne? Ihr alter unrasiert und fern der Heimat. Guten Morgen in die Runde und mein lieber Florian, dir erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Wenn mir das alles richtig geflüstert wurde, hast du gestern deine Prüfung bestanden zum Eurex-Händler. Ist das richtig? Vorgestern tatsächlich. Das ist, das stimmt. Vorgestern. Dann hatte Dankeschön, er gestern Dankeschön. frei zum Feiern. Nee, war eher abends dann, vorgestern Abend. Ja. Also Genau. erstmal herzlichen Glückwunsch und einmal so am Rande muss ich ja mal sagen, das sieht man selten, dass ein Brokerhaus so wie FX Flat, und ich werde dafür nicht bezahlt, Jungs und Mädels hier, ne? Dass ein Brokerhaus so wie FX Flat sich so viel Mühe gibt, seine Leute auch dementsprechend auszubilden. Und sie sogar nicht nur als Bankkaufleute auszubilden. Ich glaube, dein Kollege hat gerade die Prüfung zum Bankkaufmann bestanden, ne? Gestern? Morgen? Ja, der hat gestern Bankkaufmann also fertig gemacht. Der ist jetzt auch kein Auszubildender mehr. Sondern auch die Leute hier an der Börse ausbilden. Finde ich schon mal sehr gut. So, das ist der zweite Punkt. Unser Florian hat vollkommen recht. Ich habe am Sonntag habe ich mich hingesetzt und habe eine Analyse für den DAX geschrieben. Ich glaube, es lohnt sich, die einmal herunterzuladen und sich mal anzuschauen. Die Überschrift sagt alles. Die Überschrift heißt der DAX bald, der DAX nochmal vierstellig. Wir schauen uns das aber gleich an, nachdem wir den Euro fertig gemacht haben. Und im Euro möchte ich dort anknüpfen, wo wir letzte Woche schon gewesen sind. Letzte Woche Donnerstag haben wir uns diese Rechtecke hier eingezeichnet. Könnt ihr euch daran erinnern?
Nur einer, dann haben die anderen 158 nicht zugehört. Unser Plan war, dass wir von hier oben runterlaufen bis an die 1.12.44. Mindestens bis hier an die in den Bereich 1.12.80. Das war das Mindestmaß, wenn diese Welle dupliziert wird, bis runter an die 1.12.44. So war es geplant. So, wenn ich das jetzt hier so sehe, doch, ist noch bekannt. Ja, doch, doch. Ich erinnere mich dunkel. Einmal, was lehrt uns diese Geschichte, wenn wir jetzt auf das Bild schauen? Was lehrt uns diese Geschichte, die wir jetzt hier gerade sehen? Achso, da ist die Kamera. Ich gucke mal in die falsche Richtung. Was lehrt uns das? Das gleiche gleich im DAX. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Geduldig sein, dass wir das Ganze nicht nur tagesaktuell betrachten dürfen. Wenn ich die Zahl der Antworten sehe, hier, ihr seid faule Säcke. Nein, darf ich hier nicht sagen. So, die Antworten. Geduldig sein, dass wir das Ganze nicht nur tagesaktuell betrachten dürfen. Plan strikt verfolgen, sich an Pläne halten, ist eine prima Sache, einen Plan zu haben. Ja, kenne ich noch. Leider nachdem ich rausgeflogen bin, nicht mehr reingegangen. Geduld, Vertrauen, dass die Zeit für das Ziel abgelaufen ist. Ja. Alles fast richtig. Das erste ist logischerweise, und das eine ist unser René, unser Schweizer aus Österreich oder unser Österreicher aus der Schweiz, was ich nie auf die Reihe kriegen werde, was er nun wirklich ist. Ich glaube, er hat den Plan durchgehalten, richtig? Mal wieder. Wenn ich seine Aussagen gestern, seine Nachrichten gestern richtig interpretiert habe. Okay, nicht ganz, aber fast, ne? Wir haben die 1.12.40 aufgerufen und die News haben es gestern gerichtet. Und wenn man die ganze Geschichte. Wer hat denn aufgepasst? Was ist denn der Unterschied von Long-Setups zu Short-Setups? Long-Bewegungen zu Short-Bewegungen. Wo ist da der Unterschied? Hat jemand eine Ahnung? Short geht steiler, Short geht schneller, Short geht in der Regel schneller. Warum ist das so? Bullen nehmen die Treppe. Bären stürzen sich aus dem Fenster. Bei Währung ist da ein Unterschied. Bei Währung ist da ein Unterschied, mein lieber Ingo, weil an der Börse wird der Euro US-Dollar gehandelt, nicht der US-Dollar Euro. Deswegen geht es auch da in eine Richtung. Pfund US-Dollar, nie US-Dollar Pfund. Ich mache euch mal einen Vorschlag.
Ihr steht jetzt mal auf vom Schreibtisch, verlasst jetzt euer Haus oder eure Wohnung, die meisten haben das Büro ja oben oder so, und dann lasst ihr euch mal die Treppe runterfallen. Einfach mal fallen lassen. Und dann gucken, was schneller geht. Treppe runter oder Treppe hoch. Hingeflogen ist man viel schneller als aufgestanden. Hier wird eine Verkaufswelle ausgelöst. Die Kaufwellen sind in der Regel, werden sie nicht ausgelöst. Ich will da jetzt aber gar nicht so tief in die Psychologie gehen. Aber runter geht immer schneller als hoch. Und das tut weh. Und wir haben mehrere Bewegungen. Wir haben immer mehr mehr Short-Bewegungen als Long-Bewegungen. Meistens eine Welle mehr. So, jetzt muss ich mal gucken, wo er den hat hier. Da. Und da. Guck mal da. Eins, zwei. Die zweite Welle nicht länger als die erste. Jetzt hängt sich meine Maus hier wieder auf. Warum? Ist das scheiße. Die zweite Welle in dem Fall nicht länger als die erste. Hier, dieses Tief, was er gemacht hat, entspricht der ersten Welle ungefähr. Und dann kann man hier die nächste Welle dranhängen. Also hier, diese Wellen dürften jetzt aber auch erst einmal durch sein. Wenn wir die nehmen von da oben, 1, 2, 3, 4 Wellen, ab hier sollte man einplanen, dass es erstmal long gehen kann. Das mahnt aber nur zur Vorsicht. Das mahnt erstmal nur zur Vorsicht. Alles kann, nichts muss. Das heißt, wir können unter dieser Prämisse und unter diesem Blickwinkel heute, nachdem wir alle Ziele unten abgearbeitet haben, haben wir die Chance, hier, die Logik dahinter ist klar jetzt, oder? Wie ich mir das hier denke. Ja, der eine oder glaubt gar nicht, dass ich denken kann, ne? Richtig? Okay, jetzt dürfte auch unser Carsten, ich weiß gar nicht, ob er heute hier ist, seine Position langsam schließen, oder? Okay, das hier für den heutigen Plan, wir müssen ja beides berücksichtigen. Wir können hier runter unter die 1.12.15 einmal ganz kurz drunter gucken, um dann direkt nochmal hochzuziehen. Die 1.12.40 hier, diese Kante, die sollte auf jeden Fall nochmal bestätigt werden. Und wenn wir eine Nummer, wenn wir uns an den Plan halten, sollte der so fortgesetzt werden, wenn wir die Nummer shortig einhalten. Dazu gehen wir gleich noch eine Etage höher. Wochenchart ist mir, sage ich mal, so ziemlich egal. Der ist mir zu grob. Aber wenn wir das jetzt sehen, diese Schlussfolgerung hier sehen oder dieses Muster sehen, was wirft das für ein Licht auf unsere Position, auf unsere Positionsgröße? Welche Richtung bevorzugen wir hier? Wenn wir jetzt mal so auf die Muster gucken. Wir wollen ja versuchen, aus dem nackten Chart zu lesen. Carsten, das nenne ich mal Cojones.
Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Nummer hier nochmal abgearbeitet werden sollte, ist ziemlich hoch. Dass hier drunter diese Positionen, diese Stops abgeholt werden sollten, ist auch ziemlich groß. Wenn wir long gehen, gehen wir gegen den Trend. Ja, das ist richtig. Idealerweise, und jetzt baue ich das mal ein bisschen grober, damit wir uns das im Stundenchart anschauen können, damit ich hier einen Stundenchart schalten kann, ziehe ich das hier mal etwas weiter auseinander. Wir wollen ja lernen, das zu erkennen, ne? Wenn das so läuft hier, dann und wir auf Long drehen, dann sollten wir hier runter, da hoch, nochmal da runter und dann da hoch, da wo wir gestartet sind. Warum? Warum ist dieser Verlauf hier möglich? Wir wollen es ja nach den anderen Händlern richten, nach den größeren Gruppen. So kann ich mir den Verlauf sehr gut vorstellen. Das ist schön, hier haben wir keine Kamera, kann ich ja ganz entspannt, wo ich auf eure Antworten war, da kann ich ja ganz entspannt sogar eine Nase popeln. Da unten kommen die Korrekturhändler rein, nicht so kompliziert denken. Ups. Habe ich die aus Versehen verschoben? Weil die alle noch markiert sind. Ups. Dass die Wellen durch sind, das sehen ja nicht nur wir, das sehen die anderen ja auch. Diese Geschichte hier wurde ja auch gestern durch die FED ein bisschen durcheinander gewirbelt. Und durch dieses Durcheinanderwirbeln muss diese ganze Geschichte auch wieder ein bisschen auskorrigiert werden. Hier runter, diese Stops absammeln im 5 Minuten hoch, die Stops absammeln hier oben, dann wieder runter und wenn wir uns dann das Spiel im H1 anschauen, das machen wir jetzt mal, da, dann haben wir hier unten schön einen Doppelboden mit einem Hoch hier bei der 45, den Doppelboden bei der 1,12 und von da aus darf es dann von der 1,12 zur 1,1245 die Nackenlinie, dann dürften wir hochlaufen bis zur 1,1290, nämlich diese 45 Punkte nach oben. Diesen Plan, den sollten wir auch so im Kopf behalten. Naja, ich jedenfalls. Ihr seid ja freie Bürger in einem freien Land, ihr dürft ja machen, was ihr wollt. Deswegen. So ist aber mein Plan und dann erst einmal die Korrektur in dieser Form. Und dann müssen wir einmal schauen, ist denn die 1,1290 überhaupt relevant? Das dürfen wir hier schön abgleichen mit dem H1. Ja. Und um da einfach mal zu schauen, ob das überhaupt funktionieren kann in der Form, müssen wir dann diese komplette Welle nehmen, von da bis darunter. Wir wollen ja gucken, was sehen die anderen Händler anders als wir. Falsches Werkzeug. Da. Und sieh da, Timotheus, das war der letzte Pfiffikus. Dann sehen wir, dass wir hier, zack, genau an dieser Marke hier, diese Linie, die werde ich jetzt einfach mal eine, die hier ist ja jetzt Geschichte, da schieben wir die jetzt einfach mal hin.
Wir sind bei 1.13.09, also ist diese Geschichte mit dem Doppelboden gar nicht so irrelevant, dass er bis dahin wieder zurückläuft. Allerdings müssen wir das wieder im Umkehrschluss betrachtet, dann damit rechnen, dass wir da nicht nur bis an die 45 gehen, sondern, sieh da, bis an die 54. Und dann sind das nämlich 54 Punkte nach oben. Und dann sind das 110 und dann passt das so. Wenn jemand möchte, es darf geknipst werden. Einmal kurz Piep sagen, wenn geknipst ist. Und danke. Okay. Das macht für den heutigen Plan, den werden wir jetzt etwas verfeinern. Ne, müssen wir ja gar nicht, den können wir so lassen. Macht für den heutigen Plan was aus? Jetzt sollten wir schnell sein. Ah, da klappert es endlich. War die Kamera kaputt oder noch Linse geputzt oder was? Jetzt müssen wir das nicht mal ein bisschen größer machen. Guck mal. Eins, zwei, dreimal angelaufen. Was sehen wir hier? Wir haben hier dieses Low bei 14,9 und dieses Low bei 14,2. Ein kleines nachlaufendes Tief. So, und wir dürfen hier runter bis zu 1.14.3. Wenn wir hier jetzt starten, was über dieser Kerze ja sehr gut möglich ist, Zielbereich unten, einmal ganz kurz drunter geloopt und wieder drüber, dann kann man sich sauber über, nach Zielbereich über dieser Kerze einstoppen lassen, um den Stop direkt da drunter zu legen. Und wenn wir uns das jetzt im H1, im M1 angucken, sehen wir hier sogar ein bullisches Engulfing. Position größer als sonst, damit man sie nicht nur gut teilen kann, sondern erstmal den Stop schnell nachziehen kann. Und wir haben nur das halbe Risiko. Ich habe das Risiko auf 4 Punkte reduziert. Wer dieses bullische Engulfing hier im M1 genutzt hat oder diese Kerze hier, die Kerze hat ein High bei 1, 12, 15, 1 und 14, 5 von 0,6. Das heißt, man konnte diese Position so hier unten mit 2 Punkten Risiko plus Brett, also mit 4 Punkten Risiko starten. So, wir wollen von der 17, wir wollen da hoch, also gehen wir hier auf 30 Punkte und wir gehen nach 10 Punkten BE. Fertig ist die Laube. 4 Punkte Risiko, da denke ich nicht mal drüber nach. So. Aber worüber ich nachdenke, ist, muss man ganz kurz pausieren, ist nur mit solchen Setups und mit solchen Plänen erreicht man dieses, kriegen wir das jetzt hier ran, da. Na, so. Nur dadurch kriegt man dieses Ergebnis hin. Wir schauen uns das mal an. Das ist im
Ich sag mal, in diesem Monat, da haben wir den 20. Wir sind auf Reisen seit dem 1.1. Wir waren, ich sag mal, dieses Jahr noch keinen Tag zu Hause. Wir machen das alles von unterwegs. Und das hier ist die Performance in 2021, die wir nur aus unseren Plänen gezogen haben, die wir gestern in der E-Mail auch ganz offen kommuniziert haben. 2021. Und wir sehen, wie sich diese ganze Geschichte entwickelt hat. Und wir haben hier drin auch einmal die PDF hinterlegt und eine Webinaraufzeichnung von dem letzten Jahr. Ich muss hier mal ein bisschen Werbung für uns machen, weil wir haben mit am 20.12. haben wir bis zum 20.12. haben wir 3.901 PIP gemacht bisher. Und diese Woche, mal gucken, wo er das jetzt hat hier, diesen Monat, jetzt bis zum 20.01. haben wir ohne die Punkte von gestern 98 bis jetzt im Euro gemacht und 678 im DAX. Im DAX ist es so, dass wir den nur oben drauf packen und dass wir da das Ergebnis auch nur durch diese langen Schwünge kriegen. Und dieses Ergebnis haben wir uns gestern, das gucken wir uns aber gleich an, leider Gottes etwas zerlegt. Ich würde in der Nachfassmail diese Unterlagen gerne zur Verfügung stellen, wenn sie gewünscht sind. Also, Plan im Euro, der ändert sich jetzt nicht, wenn er da unten hinlaufen sollte. Der ändert sich an dem eigentlichen Plan trotzdem gar nichts. Nur, wenn er jetzt die Position dort unten rausschmeißt, wird sich an dem Setup selber nichts ändern. Mein Plan, der bleibt so. Es sei denn, er zieht gleich direkt nach oben durch, dann muss ich sehen, in welche Richtung ich umdenke. Wir haben euch für den DAX die Analyse dort unten zur Verfügung gestellt. Diese Analyse habe ich am Sonntag geschrieben. Muss ich mir die selber mal aufmachen hier. Um die eventuell zu benutzen. Nee, ich mache es aus dem Kopf. Ich mache es ohne die Analyse. Diese ganzen Muster, die wir hier haben. Euro ist soweit klar, oder? DAX handeln wir nur nebenbei. Ja, nee, das Ergebnis sagt alles. Die Bemerkung weiß ich nicht. Ja, den DAX handeln wir nebenbei. Dafür handeln wir den Euro-US-Dollar mit der zehnfachen Positionsgröße. Zehnfache Positionsgröße. Ich handle den DAX mit zwei, drei DAXen, starte ich die Position. Im Euro-US-Dollar handle ich mit drei Standard-Lot, ein 10.000-Euro-Konto. Das ist der Unterschied. Wenn ich die Punkte in der Form dann ebenfalls, also wenn ich das umrechnen will in Geldbeträge, haben wir 98 mal 10 sind 980 zu 650. Und im Euro konzentriere ich mich für unsere Community darauf, dass wir das Tagesziel erreichen. So ist es geplant. Also Florian, ich schicke dir die E-Mail mal von gestern. Dann können wir die als Nachfassmail ja gerne versenden. Dort sind die Unterlagen drin hinterlegt, oder? Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin. Schick mir die ruhig mal rüber. Ja, mach ich. Wir reden ja heute sowieso nochmal, wir beide. Ne? Jo. So, hier schauen wir uns diese Muster mal an, was dann gestern den Abflug nach unten verursacht hat. Wir hatten, welchen Plan hatten wir gestern? Was wollten wir gestern handeln? Oder was haben wir gehandelt? Grobe Richtung kommen, das muss wie aus der Pistole geschossen kommen. Ich habe vorhin gefragt, was lehrt uns diese Geschichte im Euro-US-Dollar?
einmal, dass wir einen Plan brauchen. Zweitens, dass wir diesem Plan auch vertrauen. Drittens, dass wir Geduld haben für diesen Plan. Und viertens, solche Zahlen, die müssen wir uns in den Kopf hämmern. Da muss man euch nachts um 3 aus dem Bett holen können und diese Zahlen abfragen. Die müssen sitzen. DAX Short, ja, das ist richtig. Von wo nach wo? Was ist unser Plan gewesen gestern? Von wo nach wo? Christoph, fein aufgepasst. Christoph, geh. Short ab 13,350, 13,380. In diesem Bereich zu shorten. Gewarnt wurde vor was? Was müssen wir beachten dabei? FIBO-Level an der 506. Fein, mein lieber Markus. Ist ein Bienchen ins Mutti-Heft. Das gucken wir uns gleich an. Auf was sollten wir, was war der wichtige Punkt, den man, der ein oder andere hat ja gestern fürchterlich geschwitzt in der Schweiz, wenn ich das richtig gesehen habe, wenn ich das auf Slack richtig mitgelesen habe. Euro ist geflogen, 4 Punkte Verlust. Wir brauchen Minimum ein SL von 150, weil wir, Punkt A, haben wir hier diese Muster noch drin, die von vorgestern sind. Bewegung A, dann haben wir gesagt, hier kann er korrigieren. Gut, er ist ein Stück tiefer gelaufen, um dann die nächste Welle zu vollziehen. A, C. Diese Welle C konnte laufen bis über 15.500 und knapp über die 15.511. Das musste bei den Stops beachtet werden. Dazu kommt, dass wir hier diesen FIBO drauflegen müssen und ich ziehe mal genau auf diese Kerze. Und dann sehen wir, dass diese FIBO-Level hier bei gut 15.500 ist. Einmal, zweimal, dreimal. Mein Stop lag bei 15.554, wenn ihr euch erinnert. Richtig? Wo lag mein Stop? Wo lag mein Stop? 15.554, weil 15.404 habe ich gestern in diesem Bereich hier geschortet. Diese Kerze hier, als hier die erste Lunte entstand, in diesem Bereich habe ich geschortet. Stop 150. Und das hat FX Flat dann gesehen, ne? Nein, die haben es natürlich nicht gesehen. Das werdet ihr in unserer Händerschule zeitnah lesen können. Und wir haben das High bei 15.554,05. Auf den Tick wurden hier meine Stops ausgelöst und dann ging diese Geschichte direkt wieder zurück. Das hier ist die Kerze von der FED gestern Abend. Und diese schauen wir uns jetzt mal an, dann versteht man mich vielleicht auch besser. Hier bin ich gestern Abend rausgeflogen, hier dieses hoch gemacht. Da sieht man einmal hoch, sofort wieder zurück und zwar auf den Close von 22. Das heißt, er hat dieses hoch gemacht und ist danach in 5 Minuten 32 Punkte wieder zurückgeschossen. Hat hier ein zweites, ein nachlaufendes Hoch gemacht und ist wieder zurückgeschossen. Deswegen habe ich meine Position hier direkt wieder eröffnet. Und das ist das, was so eine Performance auch ausmacht, wenn man dann auf den Tick genau geholt wird und dann aber sieht, okay, das war nur ein kurzer Spike. Jetzt muss ich gleich mal die Setups von gestern suchen. Wir haben es gestern noch beschrieben, ne? Stand das hier nicht drin? Da. Erstens, die Welle long mindestens bis 15,287 plus 1 und
Zweitens, ein Short Squeeze wollten wir haben über 15.350. Das war unsere Analyse gestern. Das ist der Verlauf, den wir gerne haben wollten. Hier sind wir jetzt in 5 Minuten. Das bezeichne ich mal als Short Squeeze. Und hier das letzte Aufbäumen, der letzte Anlauf. Und wenn man dann auf den Tick genau rausgeholt wird, so, und das Ding hier, das setzen wir jetzt gleich mal in den 1-Minuten-Chart. Da, da. Dann sehen wir hier hoch, runter, wieder hoch, nicht weitergekommen und direkt nach dieser Kerze oben eröffnet, wieder ein bärisches Engulfing. Ich bin dann wieder rein, ein paar Pünktchen schlechter als an der 54, wo ich ausgestoppt wurde, aber minimal. Und hier haben wir zu der FED-Sitzung, haben wir was? Was kann man hier erkennen? Was sehen wir da? Laufen die Webinare jeden Tag um 7:45 Uhr im Paternoster-Club? Nicht jeden Tag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und manchmal, wenn ich zu Hause bin, im Büro auch nachmittags. So, 15:54 Uhr ausgelöst und 15:52 Uhr wieder rein. Genau. Doppeltop, genau so ist es. Wir haben hier ein sauberes Doppeltop. Zack. Mit dieser Nummer. Und dadurch hat sich dann da draus im 1-Minuten-Chart schon dieses Setup hier ergeben. Da. Und als er dann hier runtergelaufen ist und hier unten war, ich war 100, gut 100 Punkte vorne mit dieser Position, habe ich gesagt, okay, Stop auf plus 50. Und das war ziemlich dumm, weil hier wieder dieses High 15.503. Stop plus 50 wieder rausgeholt aus dieser ganzen Geschichte. Aber danach, das habe ich gestern Abend an einem Örtchen gemacht, wo man eigentlich nicht handelt. Das gleiche Spiel wieder. Wieder ein Doppeltop. Dort. Die, auch da haben wir ja schon eine Linie liegen. Doppeltop und Doppelboden. Ja. Machen wir anders. Da. Dort wieder ein Doppeltop. Und hier ein Doppelboden. Und damit konnte man dieses Setup hier handeln, dieses Doppeltop, hier unten drunter aufstocken, um ihn nach unten eventuell über Nacht durchreißen zu lassen. Und wenn man, oh, nervt, diese Geschichte hier nimmt, dann auch das duplizieren nach unten. Da sind wir wieder an der 15.377. Das war das Ziel. Zack, ganz kurz gehalten, nach unten durch und diese auch von unten wieder bestätigt. So wichtig ist es, solche Marken zu erkennen. Diese Position hier habe ich gestern nicht gepostet. Ganz bewusst, weil wir die 50 Punkte gestern erstmal eingesackt hatten. Ich will niemanden dazu animieren, zu viele Positionen hier zu handeln. 50 Punkte waren gut, Tagesergebnis im Euro auch. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe es an einem Platz gemacht, wo man in der Regel nicht handelt oder postet. Und bis ich damit das hinter mir hatte, war der Kurs schon hier unten durch, die 3 Minuten später. Hier brauchte ich nichts mehr schreiben. Das machte keinen Sinn. So.
Die Analyse, Gesamtanalyse habt ihr vorliegen. So, jetzt schauen wir uns dieses Spiel an, was uns hier erwartet. Die Marken haben wir ja noch drin. Durchgereicht bis knapp über die 15.000. Jetzt Luft geholt in Welle 1. Die Marken lasse ich jetzt mal drin. Das hier ist jetzt für mich Welle 1. Diese Welle, die sollte dupliziert werden, von wo nach wo auch immer. Wir haben aber, ich gehe mal eine Etage höher, um den Fibo rauszunehmen hier, weil die 61,8 hier draus ist hier abgearbeitet worden. Deswegen spielt die jetzt nicht mehr diese Rolle. Wir konzentrieren uns jetzt auf den heutigen Chart. Und da müssen wir uns auf die Gesamtbewegung von gestern konzentrieren, von der FED bis heute Nacht. Zack. Und sieh da, wenn wir von hier irgendwo kommen und bis da hoch laufen, landen wir an der 15.300 und die nächste Marke die 15.360. Da war doch was von gestern, ne? Das ist das alte Level, was wir aufgerufen hatten, um Shorts zu platzieren, richtig? Also, das heißt hier, ihr habt den Euro im Blick, ihr sagt, wenn sich was tut, ne? Hier haben wir diese Ausbruchssituation, da, zack, zack, nochmal hoch und dann hier durch, mit Schmackes hier durch diesen Bereich. Dieser könnte heute Vormittag nochmal direkt angelaufen werden. Also sagen wir Short 1 ab 15.300, 15.300. Nee, Kleiner, du kannst jetzt nicht raus. Papa muss was tun. Muss ein bisschen warten. Und Short 2 ab 15.360. 15.360. Nehmen wir auch mit darüber. Zack. Alternative. In Red. Shorts ab 15.300 mit SL über 15.370. Aufpassen, die Bola ist nicht zu unterschätzen heute. So, und wenn man dann das ganze Muster, vorne mal ein bisschen auf. Ups, das war jetzt falsch. Schreibe ich gleich nochmal. Erstens Fake nach unten, genau. Entry so hoch wie möglich, da haben wir es doch. Mensch, das, was wir gestern und vorgestern gesagt haben. Erstens ein Fake nach unten, dann Entry so hoch wie möglich, großen SL einplanen von mindestens 150 Punkten. Das war unser Setup. Entry so hoch wie möglich ist hier gestern passiert. Wer hatte noch Positionen von unseren Paternostern im DAX laufen? Wer hat denn die Eier gehabt, das Ding über Nacht im Markt zu halten, Break-Even abgesichert?
Ihr Paternoster, meldet euch mal. Heute früh 15:51 raus. Carsten hat sie noch gehalten. Ich bin 15.060 geflogen im TP. Heute Morgen glattgestellt, hab den Entry oben und den Stop ein Tick zu weit nachgezogen. Das ist ärgerlich. Geflogen bei 15 und nicht mehr rein. Das ist Aua. Das ist nicht so gut. Und müssen wir es heute wieder rausholen. Wo wollen wir denn hin, meine Damen und Herren? Zieht euch mal die PDF runter, die der liebe Florian euch hier zur Verfügung gestellt hat. Genau. 14.800 haben wir unten vermerkt. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, die 14.800 reicht nicht mehr. Aber um das darstellen zu können, und gucke, da haben wir noch unseren Short-Bereich von gestern, alles noch da hier. Beiden Linien haben wir auch. Ich wechsle hier jetzt mal in den H1. Wie schaffst du das dann so schnell da wieder reinzukommen? Mein lieber Hardy, das schafft man nur, wenn man einen festen Plan hat und den im Kopf hat. Wenn man dann die Marken sieht und sich ärgert, dass man rausfliegt, dann einfach blind wieder draufhauen. Ganz einfach. Wenn man zu seiner Arbeit, die man geleistet hat, Vertrauen hat, dann funktioniert das. So. Falsch. Die soll drinne bleiben. Der soll raus hier. So, das war Welle 1 nach oben und das war Welle 2 nach oben. Dieser Nummer kann man entnehmen. Wir haben diesen Absturz hier von hier oben nach ganz unten hier um 61,8% korrigiert in 1, 2 Wellen. Damit sollte es hier auch gut sein, daher auch die Platzierung der Stops. Euro wieder rein. Ja, musst mich ja nicht fragen, ob du wieder rein willst. Wo haben wir denn unseren Plan? Hier, gucke. Wir haben das Low bei 0,8, wir sind bei 13. Warum jetzt erst? Klar. Aber hier unten haben wir gesagt, da wollen wir hin. Wir wollen hier unten dieses nachlaufende Tief haben. Da unten wollen wir doch rein und nicht da oben. Guck mal hier. Schöne Umkehrkerze. Wer das möchte, jetzt ist er allerdings schon ziemlich weit weggelaufen. Long Position. Yo. Stop. Muss jetzt da drunter. Das nachlaufende Tief haben wir gehabt. 33. 10 BE. Ups. Da sollen die 33 hin. Und da die 7. So. Wir haben diese Geschichte 1, 2 Wellen auskorrigiert und damit sollte idealerweise Minimum diese Geschichte nach der ausgiebigen Korrektur ebenfalls nach unten dupliziert werden. Deswegen ist es wichtig, sich hier jetzt Entries zu suchen, so hoch wie es nur irgendwie wo geht. Wir haben
hier unten, ich gehe dazu noch eine Etage höher, wir haben hier unten eine massive Kante. Da. Diese Nummer hier, diesen Brett. 14.800, 14.810, hier dieser Bereich, der ist ein Brett, welches es gilt zu bohren. So, wenn ich jetzt wieder in H1 gehe und mir diese Muster anschaue, die wir jetzt haben wollen, was da gestern gestartet sein kann, dann dürfte dieses Brett hier jetzt gebohrt werden mit diesem Anlauf. Dazu noch zwei kleinere Zeiteinheiten und zwei kleinere Muster, die uns ebenfalls dahin bringen können. Shortwellen Minimum 3. Ich nehme eine andere Farbe und zwar ein markusfreundliches Grün. Welle 1. No battery, please charge. Hast du das Kind mal ausbilden? Nee, genau, die will geladen werden, die Tante. So, wenn wir jetzt bis da hochlaufen sollten, dann wäre das Welle 2. Und dann von da zurück. Und dann wäre diese Geschichte auch in drei Wellen, Welle 3. Guckt euch das mal an. So ungefähr kann es laufen. Das heißt, dieser Spaß kann sich zeitlich hier noch etwas ausdehnen, weil wir haben ja hier nach rechts auch noch etwas Luft. Und demnach können wir diese Geschichte jetzt in 1, 2, 3 Wellen absolvieren und haben damit unten ungefähr ein Ziel bei 14.500. Wo nämlich die ganze Zeit, warum die Marken nicht kommen, ich habe Stereo-Träger ja gar nicht drin. Ach ja. Ziele circa 14.500. Den Rest der Analysen bitte der PDF entnehmen, die wir euch zur Verfügung gestellt haben. Auch hier wieder das Gleiche wie die anderen Tage. Priorität, Tagesziel wollen wir erreichen im Euro US-Dollar. Das hier ist in der Regel nur on the top. Danke fürs Blitzen. Das hier ist in der Regel nur on the top, um die Performance etwas aufzuhübschen. Unser Ziel ist es, 2000 Punkte im Euro-US-Dollar im Jahr zu machen, weil 2000 Punkte im Euro-US-Dollar mit mal 30 Dollar ist ein vernünftiges, annehmbares Jahresgehalt. Alles andere kommt nur obendrauf. Und deswegen handelt den Euro-US-Dollar auch mit viel kleiner, den DAX auch mit viel kleineren Positionen. Die wichtigen Passagen schickt euch der Florian in der Nachfassmail auch zu. Bei 15.553 verlief gestern Abend auch die EMA 200 im H1. Kann ihn ja mal einzeigen. Ja, das kannst du tun. Wie viel EMA 200 im H1 benutze ich denn? Und dann ist es im CFD-Bereich noch brokerabhängig. Dann verläuft er im Future anders als im CFD-Bereich. Der CFD-Bereich orientiert sich wieder am Future. Wie viel EMAs benutze ich denn für meinen Handel? Wie viele Indikatoren benutze ich? Richtig, so ist es. Sehr, sehr selten. Das Einzige, was ich gerne mal benutze,
ist eine einzige Linie im DAX, die Profiline, 50er EMA und SMA im DAX am Nachmittag, weil die faulen Amis sich genau danach richten und diese Dinger dann benutzen. Alles andere benutze ich nicht. Okay, also auch hier der Plan ziemlich klar. Guckt euch aber bitte die Vola an, die ist nicht von schlechten Eltern. Und die, ich habe letzte Woche zuschauen müssen, zuschauen dürfen, wie der eine oder andere auch bei uns zerrissen wurde und gerade am Montag zerrissen wurde. Wir haben den Plan runter erstmal zu 14.800, da soll man als erstes erstmal hinkommen und da kann man dann neue Reaktionen haben. Hallo, Herr Helbig. Oh, Woche der Höflichkeit. Danke. Ich bin Thorsten. Moin. Schick mir doch einfach eine Mail wegen einem Telefonat. Ich telefoniere sogar am liebsten während der Fahrt. Ich habe noch 1300 Kilometer nach Hause und während der Fahrt kann ich immer sehr, sehr gerne ausgiebig telefonieren. Da habe ich die meiste Zeit. Wenn es dir passt, schick mir einfach einen Terminvorschlag per E-Mail und dann reden wir beide einfach mal. Welche meinst du, mein lieber Uwe? Meckleburger? Die 50er im DAX? Oder was? Die 200er benutze ich so gut wie gar nicht mehr. Ich habe mich einfach zu dolle von dem Ding verleiten lassen. Also, nochmal zusammengefasst, Shorts ab 15.300, 15.360, das ist jetzt unser Short-Bereich und dann mit Ziel runter zu 14.800. Wenn Fragen dazu sind, ihr bekommt die Antwort, die Nachfassmail morgen oder so von Florian geschickt mit der Aufzeichnung von dem Webinar hier. Und dann könnt ihr gerne, da sind auch unsere Kontaktdaten drin, Fragen könnt ihr mir gerne zuschicken, gehen wir gerne drauf ein. Den Rest findet ihr in meiner mittelfristigen DAX-Analyse, die wir gerne unseren FX-Flat-Kunden hier auch zur Verfügung stellen. Dann will ich mich verabschieden, sage danke an den frisch gebackenen Eurex-Händler Florian und sage tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten, der sich jetzt auf seine Positionen konzentriert. Danke dir, Thorsten. Danke auch an die Teilnehmer, dass sie so aktiv und so lange wieder dabei geblieben sind. Ich habe demnächst hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, angenehmen Tag. Das klingt immer so ungefähr. Mensch, ich bin so dankbar, dass ihr so zahlreich doch so lange ausgehalten habt. Mensch, mir fällt es ja schon schwer. Aber schön, dass du mich ruhig hältst. Respekt. So ist das natürlich nicht gemeint. Ne? Um Gottes Willen. Nein, nein, wir haben es ertragen. Herrlich. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Alles klar. Gut. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.